Hi André hier für tabletblog.de. Ich bin gerade auf der Huawei Pressekonferenz auf der CES in Las Vegas und wir haben hier das Huawei Ascend D2, ein neues 5 Zoll Smartphone, ähnlich wie das Samsung Galaxy Note. Ich habe hier das erste Galaxy Note, ist ein bisschen breiter, wie ihr seht. Das liegt daran, dass das Note hier ein 5,3 Zoll Display hat und das hier sind 5,0 Zoll beim Ascend D2. Ja, das Galaxy Note 2 wäre übrigens noch mal ein ganz bisschen größer, denn das hat ein 5,5 Zoll Display. Gut, wie gesagt, 5 Zoll Display und das Besondere hier dran ist jetzt auch, dass es eine Full HD Auflösung hat. Wir sehen hier also 1920 x 1080 Pixel, das ist wirklich nett. Ich habe die Helligkeit jetzt ein bisschen runtergedreht, damit ihr auch was seht hier im Video, sonst würdet ihr nur das Display sehen, weil es so leuchtet. Aber die Helligkeit ist in Ordnung auf jeden Fall. Hier drin haben wir außerdem einen 1,5 GHz Quad-Core Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher, 8 GB Flash-Speicher und hier drauf läuft natürlich Android Jelly Bean. Gehen wir mal um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Kamera. Ich meine, das sind 1,3 Megapixel. Sonst keine Buttons hier unten, wie beim Galaxy Note. Hier an der Seite haben wir nichts weiter. Dann haben wir hier ein Audio, einen Ausgang, Mikrofon, Lautsprecher, eine Lautstärkewippe, Powerbutton, ein Micro-USB-Anschluss. Und was sich hier verbirgt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Man kann es irgendwie nicht aufmachen, auch nicht runterdrücken. Mal schauen, vielleicht kommt da ein Mikro. Vermutlich ist das der SIM-Karten-Slot, wo man irgendwie reinkommt. Gehe ich mal von aus, weil man kann die Abdeckung nicht aufmachen. Aber schaut mal in die Beschreibung für mehr Informationen. Eine 13-Megapixel-Kamera haben wir noch auf der Rückseite, einen kleinen LED-Blitz und hier drinnen steckt ein 3000 mAh-Akku. Der dürfte auch bei dem Display mit der hohen Auflösung für eine akzeptable Akkulaufzeit reichen. Jetzt das Huawei Ascend D2, ja genau, wurde gerade vorgestellt. Schaut euch auch die Videos zum Ascend Mate an, das ist ein 6,1 Zoll Smartphone. Ja, ich war André für tabletblog.de, vielen Dank fürs Zusehen.